Nahverkehr. Fernverkehr. Historischer Verkehr. Nachrichten vom Bahnverkehr in und um Karlsruhe. Hallo und herzlich willkommen zur versprochenen Spezialausgabe der Karlsruher Bahnnachrichten zum Thema Turmbergbahn. Beschäftigen wir uns zunächst ein wenig mit Geschichte und Technik der Bahn. Nachdem 1887 die Drahtseilbahn AG Durlach-Turmberg gegründet und der erste Spatenstich vorgenommen wurde, konnte die Bahn bereits am 1. Mai 1888 den Betrieb aufnehmen. Damals handelte es sich um eine Kombination aus Wasserballastbahn und Riggenbach-Zahnstange. An der Bergstation wurde also so viel Wasser in den Tank gefüllt, dass der obere Wagen den zweiten im Tal befindlichen hochziehen konnte. Die Zahnstange diente hierbei nicht als Antrieb, sondern zum Bremsen. Zur Frage, warum die Talstation der Bahn nicht wirklich im Tal liegt, sondern man die etwa 200 Meter lange, relativ steile Bergbahnstraße hinauf muss, gibt es mehrere Theorien und Gerüchte. Was davon nun wirklich stimmt, wird wahrscheinlich niemals so richtig geklärt werden können. Der 1913 beschlossene Umbau auf elektrischen Betrieb wurde aufgrund des Ersten Weltkriegs nicht durchgeführt. Zumindest wurde jedoch 1915 die zwischen der Endstation der Straßenbahn und der Talstation der Turmbergbahn liegende Bergbahnstraße mit einem breiten Mittelstreifen umgestaltet, um hier Platz für eine eventuelle Verlängerung der Bahn bis ins Tal zu haben. Auch für die Bundesgartenschau 1967 wurde die Turmbergbahn modernisiert. Den Beschluss dazu traf der Gemeinderat 1965. Leider konnte man sich hier nicht zur Verlängerung der Bahn entschließen. Es wurde jedoch auf elektrischen Betrieb umgebaut. Die Tal- und Bergstation bekamen jeweils ein neues Gebäude und es wurden neue Fahrzeuge angeschafft. Die Modernisierung kostete damals 1,5 Millionen D-Mark. Durch den elektrischen Antrieb war nun auch ein Betrieb der Bahn im Winter möglich. 1973 wird die Turmbergbahn AG zu einer GmbH umgewandelt. 1977 wird Dieter Ludwig Geschäftsführer dieser GmbH. Im Jahr 1979 wurde die Malbergbahn in Bad Ems stillgelegt, wodurch die Turmbergbahn den Titel älteste Standseilbahn Deutschlands geerbt hat. 1983 erfolgt schließlich die Angliederung der Turmbergbahn an die Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Zum 100-jährigen Jubiläum 1988 erhalten die Wagen die heute noch aktuelle rot-gelbe Lackierung und neue Sitze. Nach 21 Jahren wurde 2004 das letzte Mal das Zugseil gewechselt. Dieses hat einen Durchmesser von 26 mm und eine Bruchlast von 43,05 Tonnen, was in etwa dem Dreifachen der üblichen Belastung entspricht. Die Bahn ist in Meterspur ausgeführt und überwindet auf 315 Meter Streckenlänge 101 Höhenmeter. Die maximale Steigung beträgt hierbei 36%. Pro Jahr werden etwa 100.000 Passagiere befördert.
Die Konzession zum Betrieb der Bahn läuft im Jahr 2019 aus. Die Verkehrsbetriebe beauftragten daher frühzeitig das Ingenieurbüro Schweiger aus Sonthofen mit der Untersuchung verschiedener Varianten der Neu- bzw. Umgestaltung. Die theoretische fünfte Variante, die Stilllegung der Bahn, steht nicht zur Debatte. Die Varianten im Einzelnen. Variante 1, die Erhaltung. Nach der Stilllegung die wahrscheinlich kostengünstigste Variante. In diesem Fall würden lediglich neue Fahrzeuge beschafft und die Stationsgebäude angepasst, da Barrierefreiheit angestrebt wird. Nachteil dieser Variante wäre weiterhin die fehlende direkte Umstiegsmöglichkeit zum restlichen Karlsruher Nahverkehrsnetz. Variante 2 wäre der Neubau eines zusätzlichen Schrägaufzugs. Hierbei würde die Turmbergbahn wie in Variante 1 modernisiert, jedoch zusätzlich in der Bergbahnstraße ein Schrägaufzug gebaut. Vorteil dieser Variante wäre die Anbindung der Bergbahn ans restliche Netz. Auch die umliegenden Anwohner der Talstation wären besser ans Nahverkehrsnetz angeschlossen, ohne dabei den Zugang zur Bergbahn zu verlieren. Nachteilig wäre das nochmalige Umsteigen an der Talstation, wobei die dortige Straßenkreuzung überquert werden müsste. Variante 3: Neubau und Verlängerung. Die wahrscheinlich teuerste Variante wäre die komplette Erneuerung mitsamt Verlängerung der Turmbergbahn bis zur Grötzinger Straße im Tal. Auf der technischen Seite sind bei dieser Variante die Ansprüche am höchsten. Würde man weiterhin eine Zweiwagenlösung anstreben, wäre die Ausweichstelle aus technischen Gründen knapp oberhalb der jetzigen Talstation. Möchte man diese nun wie geplant als Zwischenstation erhalten, um die Anwohner des Hangs auch von den Vorteilen der verlängerten Bahn profitieren zu lassen, würde zunächst der jeweils bergwärts fahrende Wagen an der Zwischenstation halten, wobei der talwärts fahrende in der Ausweichstelle stehen würde. Kurz nach dem Wiederanfahren wäre nun der talwärts fahrende Wagen in der Zwischenstation, was einen weiteren Halt erforderlich machen würde. Um dies zu vermeiden, wäre auch der Betrieb mit nur einem Wagen denkbar. Dies würde eine Ausweichstelle überflüssig machen. Somit wäre es egal, ob die Zwischenstation exakt in der Mitte liegt oder nicht. Ein weiteres Problem ist die komplexe, direkt vor der jetzigen Talstation liegende Kreuzung mit 5 Straßenzufahrten. Im Ausland gibt es zwar vereinzelt Bahnübergänge bei Standseilbahnen, so etwa in Wales. Die dort verwendeten Lösungen sind jedoch allesamt in Deutschland nicht genehmigungsfähig. Bleiben also nur 3 Möglichkeiten. Erstens die Überständerung, also die Überquerung der Kreuzung auf einer Brücke. Hier wären Proteste der Anlieger vorprogrammiert. Noch dazu wäre dann die Zwischenstation auch auf etwa 6 Meter Höhe über Bodenniveau, was eine sehr aufwendige Konstruktion zur Folge hätte. Zweite Variante, die Unterquerung, analog zur U-Strap in der Innenstadt, wäre dagegen die Ausführung als U-Bergbähnle. Nachteilig wäre natürlich, dass dies den Bau nochmals verteuern würde und auch die Zwischenstation dann unterirdisch liegen würde. Die dritte Variante wäre die Aufgabe der Kreuzung. Auch dies wäre durch die beidseitig der zukünftigen Bahn liegenden Fahrspuren der Bergbahnstraße eine durchaus mögliche Variante. Nachteil wären jedoch die teilweise längeren Wege der autofahrenden Anwohner.
Anstrebenswert wäre in jedem Fall, am Ort der bisherigen Talstation eine Zwischenstation einzuplanen. Dadurch wäre unter Umständen auch eine finanzielle Förderung des Baus der Bahn möglich. Der Betrieb könnte, wie zum Beispiel bei der Merkurbahn in Baden-Baden, automatisch erfolgen. An den fahrgaststarken Tagen, wie etwa den Wochenenden, könnte dann aus Kundendienstgründen auf manuellen Betrieb umgestellt werden. Die Variante 4, die Gondelbahn. Eine zwar recht kostengünstige Variante wäre der Neubau einer Gondelbahn ab der Krötzinger Straße bis zu den Turmbergterrassen. Im Bereich der Kreuzung vor der jetzigen Talstation müsste diese allerdings in etwa 8 Metern Höhe geführt werden, was eine noch größere Höhe an den Stützpfeilern erforderlich machen würde. Hier wären also auch Einsprüche der Grundstückseigentümer entlang der Bergbahnstraße vorprogrammiert. Denn wer möchte sich schon alle paar Minuten in Wohn- oder Schlafzimmer schauen lassen? Ein weiteres Problem bei dieser Variante wäre, dass Seilbahnen für eine Richtungsänderung recht aufwendige Zwischenstationen brauchen. Wobei fraglich ist, ob eine solche auf dem Gelände der jetzigen Talstation realisierbar wäre. Ansonsten müsste die Gondelbahn in gerader Linie weitergeführt werden, wodurch ganz andere Grundstücke berührt werden würden als bisher und die Turmbergbahn somit um einiges weiter südlich enden würde. Der momentane Stand sieht so aus, dass eine Stilllegung wie gesagt nicht zur Debatte steht. Auch die Variante 4, die Gondelbahn, ist aus technischen Gründen und aus Rücksicht auf die Anwohner vom Tisch. Die verbleibenden 3 Varianten liegen finanziell zwischen 9 und 15 Millionen Euro. Der Durlacher Ortschaftsrat sprach sich einstimmig für Variante 3, den Komplettneubau, aus. Am 18. Juli schließlich wurde das Projekt und die Varianten den interessierten Bürgern vorgestellt und im November will der Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe über die bevorzugte Variante entscheiden. Anfang 2018 sollen dann die Planungs- und Genehmigungsverfahren beginnen, damit 2020 direkt nach Ablauf der Konzession mit dem Bau begonnen werden kann. Sobald feststeht, welche Variante gebaut werden soll und wie wird demnach nach 2020 die schwindelnden Höhen des Turmbergs erreichen, werde ich selbstverständlich in den Karlsruher Bahnnachrichten darüber informieren. Nun bedanke ich mich für das Interesse an der Karlsruher Turmbergbahn. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben, jedes Abo und jeden Kommentar. Und verbleibe bis zu den nächsten Karlsruher Bahnnachrichten. Ihr, euer Wolfgang B.